Hallöchen und herzlich willkommen zu Part 35 von Hand of Fate. Ja, wir haben ja gesagt, dass wir in diesem Durchgang versuchen, halt den ersten Durchgang praktisch wieder zu machen, den ersten Dungeon, den ersten Boss und versuchen auch im gleichen Atemzug ein paar neue Karten freizuspielen oder halt zu beenden. Und das machen wir auch jetzt direkt. Das nächste wird sein riesiger Adler. Gucken wir nochmal, was hier passiert. So, was ist hier los? Eines Tages flieht ein großer Schatten über dich hinweg. Als du aufblickst, siehst du einen riesigen Adler im Sturzflug auf dich zukommen. Warte ab, was der Vogel tut, versteck dich. Der Vogel greift dich und trägt dich in andere Lande. Aha. Während des Flugs siehst du eine Abtei hoch oben in den Bergen. Aus deiner Position hoch in den Lüften kannst du einen holprigen, überwachsenen Pfad erkennen, der dorthin führt. Das Zeichen dieser Karte gehört jetzt dir. Okay. Der Wind rauscht über dein Gesicht, während der Adler immer höher steigt. Versuche dich aus seinem Griff zu befreien. Warte, bis er müde wird. Ich warte mal. Oh. Hoffentlich lässt er mich nicht fallen. Oh, ich hab's verpasst. Ich hoffe mal da. Jawohl, Glück gehabt. Sehr viel Glück gehabt. Der Wind rauscht über dein Gesicht, während der Adler immer höher steigt. Viele Stunden später lässt der Vogel dich endlich in einen kleinen See in einen entfernten Landen fallen. Okay. Und jetzt können wir da diese Abtei immer wieder aufsuchen, oder um was geht's da jetzt? Hä? Oh, nee, ferne Landen. Was ist jetzt los? Okay. Aha, in die Tiefe vorgedrungen. Kannst du deinen Gegner finden? Jo, wahrscheinlich. Hoffe ich doch mal. Gucken wir mal, was der Laden hier anbietet. Gehe zum Laden. Jo, bla bla. Was? Oh, ein Hinterhalt. Zwei Staubis. Ja gut, das ist kein Problem. Die hauen mal zu Brei. Obwohl, so sicher ist das noch gar nicht. Ich bin im neuen Spielstand, also im neuen Dungeon. Ich habe die Ausrüstung vom alten nicht mehr. Das sollte ich mir vielleicht auch mal merken. Aber ich darf wieder kontern. Das ist ja immer was. Im letzten Durchgang durfte ich ja nicht kontern. Das freut mich auf jeden Fall. So, Hallöchen. Ah ne, kommt mal her. Da ist noch eine Falle, glaube ich. Da rechts. Das könnte eine Falle sein, zumindest mal. So, kontern, so ist es. Schön, zu Brei kloppen. Bam, bam, bam. Und so sieht's aus. Ist das so geil? Einfach schön die Leute vermöbeln. Ist das jetzt eine Falle oder nicht? Dieser Pfosten da rechts? Egal, ich hab's zu Brei gehauen. Ja, mit Kontern kann man natürlich wesentlich besser kämpfen. Also das hilft mir im letzten Durchgang dann schon. Im vorletzten Durchgang durfte ich ja nicht kontern, da habe ich immer Rationen verloren. War natürlich mega nervig. So, und jetzt können wir zum Laden gehen. Warum eigentlich? Weiß kein Mensch. Das Gold will ich eigentlich behalten. Jetzt will ich wirklich einfach mir alles mal aufsparen für mögliche Karten. Ja, wenn ich irgendwas abgeben muss oder irgendwie Gold bezahlen muss. Gucken wir nochmal. Gegenstand verkaufen wäre eigentlich schon fast eine Option. Was kriege ich denn? Alle Läden werden offengelegt. Brauche ich eigentlich fast hier nicht. Eine Axt hätte ich noch, ein Schild und eine mittlere Rüstung. Die Lädenoffenlegung kann ich fast... Ja, ich denke, das kann ich sogar machen. Das verkaufe ich jetzt einfach mal. Ich weiß, das ist absolut schwachsinnig eigentlich. Aber ich will halt relativ schnell viel Gold haben, falls ich es gleich denn brauche. So, Rationen kaufe ich auch keine. So, machen wir mal so weiter. Einfach mal ein bisschen Gold und Rationen aufsparen. Der erste Durchgang ist ja relativ schnell erledigt und wir haben jetzt schon ein paar Sachen neu entdeckt. Mit dem Adler war da was und noch irgendwas. Oh, Dämonenhändler 2. Was auch immer das war, weiß ich schon gar nicht mehr. Eines Nachts wirst du in deinen Träumen zu einer Feuergrube gerufen und von einem dir bekannten Dämon begrüßt. Sei gegrüßt, Sterblicher. Ich benötige derzeit wieder spirituelle Erfüllung. Ich gebe dir einen weiteren magischen Gegenstand dafür. Zahle 2 Segen für einen magischen Gegenstand. Ja, hab ich halt nicht. Der Dämon sieht nicht gerade erfreut aus. Mit einem Schnippen seiner Klauen wirst du in die Feuergrube geworfen. Am Morgen erwachst du und stellst fest, dass es nur ein Traum war. Schade, da hätte ich bestimmt was Gutes bekommen können. Die Hallen des Koboldkönigs 4, die hatten wir ja vor einiger Zeit. Ja, bla, tolle Neuigkeiten, das kennen wir schon. Wir gehen wieder in diese Schatzkammer, bla bla. Und dort müssen wir jetzt eine Krone finden, was eigentlich nicht so schwer war. Ich habe es dann in der Aufnahmepause gesehen. Ich bin an den Fässern vorbeigerollt, die ich einfach nur aufschlagen hätte müssen. Also da war eine Holzwand sozusagen. Eigentlich sehr offensichtlich. Ich war nur dadurch irritiert, weil dieser blöde kleine Dämon-Kobold-Dingens da ständig irgendwas auf mich geworfen hat. So eine Bombe, so eine schöne. Oh Gott, wie schlecht. Oh, haben wir hier wieder.
Moment mal, komme ich hier irgendwie in den Raum rein? Ne, komme ich nicht. Ah, da hinten seht ihr schon die Fässer. Also ist wieder gleich aufgebaut oder ähnlich aufgebaut, der Dungeon. Einfach wieder durchlaufen, relativ sinn- und planlos. Jetzt bekomme ich nicht so viel Schaden. Das ist eigentlich wesentlich einfacher wie das letzte Mal. Da habe ich ja jedes Mal massiven Schaden genommen, wenn ich gehittet wurde. Weil es halt im vorletzten Bereich da war. So, jetzt haben wir die Krone gefunden. Wunderschön. Jetzt können wir raus. Das war es eigentlich schon. Oh, jo. So halbwegs zumindest mal. Was mache ich da? Eigentlich nicht so schwer, wenn man nicht ganz dämlich sich dran stellt. So, komm weiter. Oh, ah, das war auch dämlich. Naja, wir haben genügend Geld gefunden. Das ist auf jeden Fall schon mal hilfreich. Auch wenn ich viel Leben jetzt gelassen habe. Aber wir sind gut aufgestellt, um vielleicht die ein oder andere Karte wieder zu lösen. Draußen triffst du wieder Herr Leo. Hast du sie? Fragt er aufgeregt. Schnell, du musst sie haben. Du präsentierst die Koboldkrone, ein hässliches, hölzernes Ding, in das große Edelsteine eingelassen sind, und er untersucht sie. Die Krone, mein Ticket nach Hause, endlich. Gerade als er die Krone an sich nehmen will, erscheinen drei Kobolde aus der Schatzkammer. Einer von ihnen spricht. Ich sage dir, da unten war ein Mensch. Die Kobolde bleiben überrascht stehen und starren dich an. Seht, ruft einer von ihnen. Er hat die Krone des Königs geraubt. Du drehst dich um und siehst, dass Herr Leo spurlos verschwunden ist. Halt, Dieb! Ruft eine von der Koboldwachen, während ein anderer Kobold in sein Horn bläst und ein magisches Portal erscheint. Mehr Kobolde erscheinen, alle von ihnen rufen und gestikulieren in deine Richtung. Ach du Scheiße! Schnappt ihn euch! Ruft einer. Haltet ihn auf! Schreit ein anderer. Du bist der Favorit des Königs. Was? Du bist der Favorit des Königs! Halte du ihn auf! Du beschließt zu verschwinden, bevor die noch immer zunehmende Zahl an Koboldwachen genug Mut fasst, um zur Tat zu schreiten. Das Zeichen dieser Karte gehört jetzt dir. Halte du ihn auf, ist auch so geil. So, zwei neue Zeichen erhalten, oder drei schon. Und das ist schon eine Staubbube, okay, was ist jetzt los? Schatzkammerplünderer. Schließe die Begegnung, die Hallen des Koboldkönigs 4 ab, okay. Da ist schon eine Staubbube, das ging mir jetzt doch ein bisschen zu schnell. So, du hast den Staubbuben gefunden, den hauen wir jetzt zu Brei und dann bekommen wir sogar ein paar Belohnungen. Hat sich von der Warte ja schon gelohnt, auch wenn ich jetzt ans Mikrofon geschlagen habe. Und dann machen wir, denke ich mal, direkt mit einem anderen Durchgang weiter, der vielleicht auch ganz easy ist. Gucken wir mal. So, bam, die hauen wir jetzt zu Brei. Um dann nochmal ein paar Sachen freizuschalten, das da ging mir jetzt doch zu schnell. Vielleicht sollte ich wirklich den Endlosmodus mal wieder zocken, aber dafür habe ich jetzt heute keine Zeit. Ich denke, wir machen noch einen Dungeon. Und dann muss ich das nächste Mal, wenn ich aufnehme, versuche ich den Endlosmodus mal wieder anzugehen. So, den da haue ich jetzt auch zu Brei. Bam. Ist mir egal, ob ich Schaden nehme. Bam. Brei gehauen. Sehr schön. Oh, wäre das doch bloß am Schluss auch noch so schön einfach. In Anführungszeichen. Ist ja fast egal, ob wir jetzt gewinnen oder nicht. Oder? Ist es doch. Kann man so sehen. Oder bekomme ich jetzt wieder eine Belohnung, weil ich den Staubbuben hier besiege? Nö, ne? Mal nicht. Also als Boss besiege sozusagen. Das Ende ist ein bisschen härter ist. Achso, ich habe keine gute Waffe, das kann natürlich auch sein. Ah, und ich darf wieder kontern, das sollte ich mir vielleicht auch merken, dass ich das wieder darf. Nein, nein. So, Gegner betäuben, ist das hier, oder was? Ja, genau, mit B. So, machen wir betäuben und schlagen. Ist das wirklich betäuben oder muss ich ja was anderes machen? Ich weiß es ja auch nicht. Irgendwas mache ich da immer. Keiner weiß, was ich mache. Bam, bam, matt schlagen. Sehr schön. So, Staubi. So, und die schaue ich auch zu Brei. So, bam, bam. Roundhouse Kick vom Chucky. Vom Chuck Norris. Jetzt weiß ich das endlich wieder. So, bam. Und das war's. Sehr schön. Super geil. Ja, wir haben ja ein bisschen was freigeschaltet. Es ging jetzt überraschend schnell. Ich wusste schon gar nicht mehr, dass ich dann nur so ein bisschen. Das könnte auch der Adler gewesen sein, dass der einen automatisch in den letzten Bereich führt. Das könnte auch sein. Hm. Weiß ich nicht genau. So, bla bla, ja, ist down, wissen wir Bescheid. Genau, gib mir meine neue Tokens. Sehr schön. Wunderschön, was haben wir hier? Dafür, dass du dem von Räubern belästigten Lebensmittelverkäufer geholfen hast, erhältst du 7 Rationen und einen Handelsposten. Okay. Was haben wir hier Schönes? Dafür, dass du mit dem riesigen Adler geflogen bist, erhältst du, ja, glückliche Fügung, 25 Gold und verfluchter Schatz, okay. Ach du Scheiße. Und das hier ist Koboldkönig Aktion. Dafür, dass du Herrn Leo geholfen hast, erhältst du Krone des Koboldkönigs. Labyrinth der Fallen.
und Kobolde. Das drin bleiben muss. Aha, okay. Moment mal, das schaue ich mir mal genauer an. Also, wir gehen wieder in einen neuen Dungeon. Einen machen wir noch. Jetzt so einen mittleren, würde ich mal sagen. Story-Modus, jo. Kann man ja auch wieder ein bisschen was fragen. Es war noch ganz Schädeldame, oder? Das machen wir mal. Das ging ja ein bisschen länger. Gucken wir mal. Schädeldame. Heimsuchen. Wann immer der Spieler einen neuen Gegenstand kauft, erhält er einen Fluch. Dann kaufe ich einfach nichts. Alle Kaufleute werden überredet, billigere Gegenstände anzubieten. Okay. Schattenbewohner und... Oh ne, Schattenbewohner war echt nervig. Ne, da habe ich keinen Bock drauf. Gucken wir mal. Schädelkönig. Schuppenbube. Ah, das ist doch lang genug, oder? Gucken wir mal Schuppenbube. Cooldown-Zeiten für Waffen und Artefakte verdoppeln sich. Ist ganz angenehm. Letzter Überlebender. In jedem Kampf kann der letzte überlebende Feind nicht mehr betäubt oder unterbrochen werden. Jo, das ist... Das ist angenehm. Das werden wir spielen. Gucken wir uns mal hier ins Deck-Assistent rein. So, was ist jetzt hier passiert? So, hier haben wir nichts Neues erhalten, glaube ich mal. Müsst ihr hier oben durchgucken. Ist hier oben irgendwas Neues dabei? Ah doch, die Krone des Koboldkönigs, oder? Genau, die ist doch neu dabei. Da wissen wir auch noch nicht, was die bringt. Und da holen wir mal nochmal irgendwas raus hier. Heilende Haube holen wir dann mal raus. Ist ja jetzt nur zum Test. So, viele, viele neue Ausrüstungen. Da muss doch jetzt mal was gehen, dass wir da mal was finden. So, natürlich bei den Karten hat sich auch ein bisschen was getan. Oh je, Labyrinth der Fallen. Verfluchter Schatz, kann ich mir das schon angucken, prüfen. Kampf, Gold, Ausrüstung. Verfluchter Schatz, Gold, Ausrüstung, Segen. Aha, und Handelsposten. Helm, Schild, Rüstung, Ausrüstung. Aha. Ja, machen wir die dreimal rein. Spielen wir komplett. Was ist hier? Kobolde. Diese Karte ist neu. Ja, wahrscheinlich einfach nur Kobolde, die was klauen wollen. Nehme ich doch mal stark an. Oh, so viele neue Karten, das ist echt Wahnsinn. Wow. So, was haben wir hier? Almosen 4, heilige Schmiede, Dämonenhändler, zwei Segen abzugeben. Hilfreicher Priester, machen wir dann mal raus jetzt. Helden von Funkelheim, die Liebenden, gewundene Schlucht. Ja, jetzt muss ich halt irgendwas so rausmachen. Liebenden geht jetzt mal raus und gewundene Schlucht. Gebeine des Helden war eigentlich auch immer angenehm. Finde ich eigentlich sehr angenehm. Machen wir Schlucht des toten Mannes raus. So. So gehen wir jetzt in den nächsten Part. Und dann gucken wir uns das mal an, wie das so funktioniert. So, Spiel starten. Jo, misch du mal schön. Macht echt so Laune. Läuft echt super geil. Oh, jetzt habe ich gar nicht so geguckt, was wir bis jetzt so alles gefunden haben. Naja, egal. Oh, Verachtung des Magiers, also wie viel Prozent ich gefunden habe, das wollte ich sagen. Cooldowns werden um 10% reduziert, jedoch wird auch Schaden um 10% gesenkt. Verachtung des Magiers, jo, finde ich dann eigentlich schlecht. Braucht kein Mensch, oder? Robuste Verfassung, wann immer der Spieler Ration ist, erhält er den doppelten Heilungseffekt. Das finde ich schon super geil. Ja, also diese Maske ist schon mal nicht so gut, finde ich. Die braucht man nicht einzusetzen. Höhlenzuflucht. Das war diese Maid oder was, die wir befreit haben. Du betrittst eine Höhle, um Schutz vor einem schweren Sturm zu suchen. Als du Anzeichen dafür siehst, dass dies bereits von Monstern bewohnt wird. Betrete mutig die Höhle, versuche dich in der Höhle zu verstecken, verlasse die Höhle. Jo, mutig die Höhle. Du rufst eine Kampfansage in die Dunkelheit und schreitest selbstsicher in die Höhle und deine Waffe gezückt. Ziehe zwei Monsterkarten. Schuppenbube und Schädel, jawoll. Kann's auch gleich schon wieder vorbei sein. Oh Mann, ist das nicht sogar der Boss hier, der Schuppenbube? Oder? War doch so, glaube ich. Ich habe doch Schuppenbube ausgewählt, oder nicht? Ach du Gott, geht auf so einem engen Terrain. Voll nervig. So, komm her. So, jetzt muss ich nur drauf aufpassen, dass ich endlich mal wieder kontern kann. Das habe ich jetzt durch den letzten Part oder im vorletzten Part einfach so in Vergessenheit ist das geraten, dass ich kontern kann, dass ich es einfach gar nicht mehr mache oder kaum mehr mache. So, Konso. So, sehr schön. Und hau den Zug rein. So, sehr schön, dass die mal ein bisschen weniger hier werden. So, dass wir da weniger Probleme bekommen. So, Fernkämpfer AD. So. Schuppenbube, was ist dann? Der kann eigentlich nicht viel, ne? Der ist eigentlich super easy. Naja, egal. Oh, wie dumm. Lass dich doch nicht so durchtreffen. Ah, der haut doch seine eigenen Leuten zu frei. Das ist auch so geil. Seinem geilen Schwanz, wenn er dann das Erdbeben da produziert oder was er da immer vorhat. Ich mach echt gar keinen Schaden, bis die mal down sind. Das dauert ja 8 Jahre mit meiner rostigen Axt da. Kein Schaden, kein gar nichts.
Das war schon geil im vorletzten Part, als wir so viel Schaden mehr gemacht haben, auch durch die Segen und Flüche und was weiß ich und alles. War schon richtig witzig. Aber er schlägt in meine Richtung noch echt. Ich habe jetzt eigentlich gedacht, er schlägt an mir vorbei. Komm, den schlagen. So, komm, das war ein Treffer. Ich dachte jetzt, die machen sich selbst Schaden, fügen sich selbst Schaden zu. War leider nicht so jetzt, aber vielleicht. Jawohl, so ist es. Sehr schön. So, und Block, genau. Und zuschlagen und weg. Ach, die Kämpfe. Wenn ich wenigstens Heilung oder irgendwas dafür bekäme. Das ist einfach nur sinnloses Gebäsche. So, und jetzt, bam, bleib mal dran. Der hat eigentlich schon viele Treffer von mir kassiert, oder? Bestimmt schon so 10 oder sowas, würde ich jetzt mal schätzen. Na gut, aber wenn man halt keinen Schaden macht, ist halt bitter. Wie die Zeit, oder wie diese Combo-Anzeige da alles so verzerrt. Ist irgendwie witzig. So, bam, jetzt müssen wir eigentlich auch mehr Schaden machen, so ist es. Wunderschön, mit 58 Gesundheit gehen wir hier noch raus. Werden ja auch wieder mehr geheilt, wenn wir in den nächsten Bereich gehen. Wir erhalten ja doppelte Heilung. Also alles im grünen Bereich, sage ich mal. So, was haben wir jetzt davon? Oh, habe ich jetzt gar nicht gelesen. Du durchsuchst die gesamte Höhle und nimmst dir an Beute, was du finden kannst. 3 Gewinnkarten und das Zeichen der Karte gehört jetzt dir. 40 Gold ist schon mal richtig gut. 7 Rationen ist auch richtig gut. Und nochmal 3 Rationen. Also so können wir vorangehen, wenn jetzt die passenden Karten kommen. Jetzt, dass die Rattenmenschenjagd da mal beendet werden kann. Ich hoffe, dass wir diese Karte im nächsten Part finden. Wäre echt super geil. Ich freue mich auf den nächsten Part und ja, wünsche euch einen schönen Tag. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.